Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich Wichtel, Wichtel, Wichtel für euch. Unterschiedliche Wichtel von der Wolle her, von dem Muster her, aber alles mit der gleichen Anleitung. Mit großen Nasen, langen Schlamperbeinen, tollen Zipfelmützen. Hier ist ein Wichtel, der hat jetzt die Zipfelmütze wie vermoost und dann hier in schwarz. Ich zeige es natürlich in hell, damit man es besser sieht. Und wie einfach die gehen mit so tollen großen Bärten, das möchte ich dir ganz gerne zeigen. So, was brauchen wir? Eine schöne dicke Wolle. Eine wirklich schöne dicke Wolle. Mindestens für eine Häkelnadel 5 oder darüber. 100 Gramm wären ganz schön. Du musst die dann nur aufteilen in die Farben, die du gern möchtest. Ich habe so ein Multigarn hier gehabt. Das macht so ein Muster. Oder du machst dir selber deine Muster. Dann brauchen wir noch eine 3,5 Häkelnadel. Und eine schöne naturfarbene oder rosafarbene Baumwolle, 100% Baumwolle für die Nase. Auch ein Rest reicht da, weil so viel ist es nicht. So, und dann kommen wir zum Bart. Das ist eine Wolle, die sieht aus wie Fell. Und da muss es schon die Dicke sein. Und das sind 50 Gramm, etwa 26 Meter. Muss man mal gucken. Die gibt es auch in ganz dünn, diese Fellwolle. Vollwolle mit um die 100 Meter, aber die wäre zu dünn. Gibt es verschiedene Arten. Ich stelle jetzt extra nicht vor, wie sie heißt, weil ich möchte keine Werbung machen. So, und dann noch mal ein Tipp von mir. Wenn man gern so eine Fellmütze haben möchte, wie ich sie hier schon häkel, so eine Zipfelmütze. Sicher, die ist jetzt ein bisschen dunkel, aber ich hatte sie auch schon in grün gezeigt. Dann nimmt man einfach einen dünnen Wollfaden. Ich habe hier einen für eine Häkelnadel 3 und macht als Beilaufgarn mit zwei Fäden häkelt man dann diese dünne Fellwolle mit ungefähr 125 Metern. Und dann häkelt man zusammen. Wir häkeln auch nur die ganz, den ganzen Wichtel in zwei Maschen. In Luftmaschen und feste Maschen, sonst ist es eigentlich gar nichts. Und wenn du das noch nicht kannst, es ist ein wundervolles Hobby zu häkeln. Ich habe eine Häkelschule, die ist ganz, ganz easy, Schritt für Schritt, ganz langsam, ganz lange. Und dann kann man wirklich solch einen tollen Wichtel auch selber häkeln. Und wie einfach die gehen, anhand eines, das zeige ich jetzt. So, wir fangen an mit der Nase, weil die müssen wir dann einsetzen, also häkeln wir die zuallererst. Bitte aufpassen, Nase und Füße werden fast gleich gehäkelt. Für die Nase nehmen wir auf jeden Fall die 100% Baumwolle und eine 3,5er Nadel, weil wir müssen die Nase gut füllen. Und deshalb nehmen wir Baumwolle, die ist fester. Ich habe hier so eine hautfarbene, sogar noch mit einem Glitzerfaden drin, hat sich so ergeben, muss kein Glitzerfaden sein. So, bitte aufpassen, weil wir die Füße fast genauso häkeln, aber in der Wolle mit einer 5er-Nadel. Wir machen zuerst drei Luftmaschen, 1, 2, 3. Die schließen wir zum Ring. Ich habe mir nämlich jetzt auch eine neue Art angewöhnt, es ins Bild zu setzen. Meine eine Hand liegt im Stativ und so bin ich ziemlich gut unter der Kamera. So, jetzt hat sich es aber schön verheddert. Das muss jetzt auch noch sein. Guck mal. So,
drei Luftmaschen zum Ring mit so einer kleinen Öse. Dann stechen wir in die Mitte ein und machen da 8 feste Maschen hinein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Auch genau so ist dann der Anfang von der Mütze. Den häkeln wir dann auch von oben nach unten. Und so geht das dann auch. So, jetzt müssen wir zunehmen. Bitte aufpassen. Wir häkeln endlos. Wir machen dann die erste feste Masche im Ring, eine feste Masche, in die zweite und in die dritte 2. 1, 2. So, dann wieder eine in die erste, eine in die zweite und in die dritte wieder 2. Das machen wir jetzt rundherum so, bis wir 33 Maschen haben. 33 Maschen, also 1, 1, 2. 1, 1, 2 sage ich dazu. Und so häkeln wir jetzt erstmal hoch bis auf 33 Maschen. Bei den Füßen wird es genauso gemacht. Entsteht dann so eine schöne Kappe. So, und jetzt Achtung, für die Beine, Füße muss man jetzt noch mal 2 Reihen feste Maschen machen, also einfach 66 feste Maschen rundherum, 2 Reihen, 66 feste Maschen. Das ist wichtig bei den Füßen. Für die Nase brauchen wir das jetzt nicht, da müssen wir wieder abnehmen. Dann nehmen wir 1, 1 und 3 und 4 zusammen. Ich zeige es nochmal. In die erste eine feste Masche und die zweite eine feste Masche. In die 3 einstechen, in die 4 hier raus und eine feste Masche. So, dann wieder 1, 1. Ich weiß, manchmal ist es ein bisschen langatmig, aber ich muss es ja auch so zeigen, dass es Anfänger auch können. 3 einstechen, 4 hier raus. Eine feste Masche. So, und jetzt nehmen wir so lange ab, bis wir noch 16 Maschen haben. 16. Und das machen wir bei den Füßen, bei den Beinen genauso. Auch abnehmen bis auf 16 Maschen. Bei den Füßen kommen dann nochmal 2 rein, also 32 feste Maschen oben drüber. Dann gibt es einen Farbwechsel. Bei der Nase ist es so, dass es wieder verkuddelt, dass es gefüllt wird und dann häkeln wir es zusammen und legen es erstmal auf die Seite. Wie gesagt, bis auf 16 Maschen jetzt abnehmen. Immer 1, 1, 3 und 4 zusammen. Also 1, 2, 3 und 4 zusammen. So sieht es jetzt aus. Mit dem abgenommen und dann stecken wir Füllwatte hinein. Und wenn du gar keine hast, dann kannst du auch mal Schaumstoff nehmen, vielleicht irgendein altes Kissen und dann kleine Flöckchen schneiden oder von einem Aufwaschschwamm aus der Küche kann man das auch mal nehmen. So, wir drücken es zusammen und häkeln es jetzt mit 7 bis 8 Maschen flach zusammen. Bei den Füßen wird nicht zusammengehäkelt. Das bleibt offen, weil wir das Bein noch dran häkeln. Nur bei der Nase. So, dann schneiden wir den Faden großzügig ab und ziehen dann durch die letzte Schlaufe. Können den Faden schon vernähen, wenn man möchte. Kann man auch nachher machen. So, das wäre jetzt die Nase. So, die wird dann eingehäkelt und die kann man sich noch ein bisschen zurechtdrücken. Zur Mütze. Wir haben jetzt ein Garn für eine 5er Häkelnadel oder größer. Das liegt bei dir. Je dicker, desto schneller geht's. Wir machen 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Schließen die zum Ring. Hintere
vordere durch die hintere Öse einfach ziehen. So, und jetzt in diesen Ring kommen 8 Luftmaschen. Feste Maschen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wird ein bisschen eng, muss aber jetzt sein. So, wir nehmen das erste Mal zu. Wir häkeln komplett endlos. Das heißt, wir machen keine Anfangreihe, also eine Luftmasche am Anfang, sondern häkeln rundherum. Dazu empfiehlt sich bei Ungeübten immer am Anfang der Reihe eine kleine Sicherheitsnadel reinzumachen, dass man sieht, wann muss man wechseln. So, wir müssen jetzt zunehmen. Dazu schlage ich wieder mein Zauberbuch auf, sage ich immer, weil ich ja alles selber entwickle. Und da ist jetzt aufgelistet, wie gehäkelt wird. Wir sind hier, 3 Luftmaschen zum Ring, 8 feste Maschen hinein, eine Reihe, 2 in die ersten, dann 1, 1, 2, 1, 1, 2 und danach 13 Reihen endlos. Dann kommt eine Reihe, 1, 1, 2. 2 bedeutet, es wären 2 feste Maschen in eine feste der vorangegangenen Reihe gemacht. Dann wieder 1, 1, 2. Eine Reihe lang nur insgesamt. Das sind dann, und dann sind es insgesamt, brauchen wir 30 Reihen. Dann wird wieder zugenommen. Eine Reihe, 2 in eine, dann 1, 1, 2, 1, 1, 2. Dann brauchen dazwischen 2 Reihen, wo nicht zugenommen wird, einfach rundherum häkeln. Dann nehmen wir in eine Reihe wieder zu, 2 in eine, 1, 1, 2, 1, 1, 2, eine Reihe lang. Dann nehmen wir, häkeln wir wieder 2 Reihen drüber hin und nehmen wieder zu, aber diesmal sogar 2 in eine, dann eine einzelne, 2 in eine, dann eine einzelne, eine Reihe. Dann haben wir ungefähr 24 cm und häkeln dann bis auf 34 cm ohne Zunahme weiter. Das wäre dann eine Puppenmütze oder eine Wichtelmütze. Wenn man das für ein Kind machen will, Erwachsenen, geht man bis zur Zunahme 2, 1, 2, 1, 2, 1. Dann häkelt man wieder 2 Reihen und nimmt wieder 2 zu 1, 2, 1, 2 im Abwechseln. Dann wieder 2 Reihen. Bis man, das muss man ausprobieren, den Kopfumfang hat. Und dann häkelt man wirklich auf die Länge des Kopfes. Muss man wieder anprobieren. Plus natürlich dann noch den Fellrand. Den muss man dazu häkeln, wenn man ihn umschlagen möchte. Muss man es nicht abziehen. Wenn der Fellrand unten dran sein soll, hört man dann halt etwas oberhalb der Stirn auf oder direkt am Anfang der Stirn, weil es kommt ja dann noch ein bisschen ins Gesicht hinein. Und das ist so wirklich die einfachste Schrift, diese Mütze zu häkeln. Zum besseren Verständnis zeige ich es jetzt nochmal. Also, wir haben die 8 Maschen in den Ring reingemacht und jetzt machen wir die erste 2. 1, 2. Wie gesagt, mit einer Sicherheitsnadel helfen, wenn man nicht weiß, wo der Anfang ist. Dann machen wir 1, 1, dann kommen wieder 2, 1, 2, dann machen wir 1, 1 und dann sind wir schon wieder vorne. Ich drehe das so rum, es hat sich ein bisschen verstopft, wir wollen ja außen häkeln. Und wie gesagt, jetzt brauchen wir 13 Reihen. Danach haben wir wieder eine Zunahmereihe und genauso arbeiten, wie ich es jetzt am Blatt vorgestellt habe. Und wie gesagt, hier bei der letzten Masche dieser Reihe am besten dann immer die Sicherheitsnadel einstecken und dann ist es kein Problem. Oder du zählst dir dann einfach die zusätzlichen 13 Reihen. Mit dem Anfang werden wir dann schon auf 14 deutlich sichtbare Reihen plus der Kreis am Anfang. Das müssen wir jetzt da machen.
So ein langer Schlauch gibt es dann. Ich hatte jetzt einmal noch zusätzlich zugenommen. Und nochmal, es sind alles Richtwerte mit den 24 cm, insgesamt 34. Jeder häkelt anders. Jeder häkelt fester oder lockerer. Vielleicht habt ihr auch noch ein dickeres Garn genommen, das spielt ja gar keine Rolle dabei. Oder auch ein dünneres, also richtet ihr euch so ungefähr danach. Wenn bei euch halt 30 Reihen keine 24, nein, 30 Reihen plus die Zunahmen keine 24 cm sind, sondern mehr oder etwas weniger, dann gleicht es aus nach eurem Geschmack. Nur so ungefähr. Manchmal sind es auch weniger Reihen, wenn man halt ganz locker häkelt. So, ich muss jetzt da wieder zunehmen. Am Anfang wieder 1, 2, eine Reihe nur, dann einzeln 1, 1, dann 2, eine, noch eine einzelne, dann wieder 2, 1, 2. Ich nehme so lange zu, bis ich vorne wieder bei dem ersten Mal bin, mit 2 zunehmen. Wenn die Reihe zu Ende ist. 1, 1. So, jetzt kommen 2 Reihen darüber. Dann wird wieder zugenommen, 2-mal in die erste eine, dann 1, 1, 2, 1, 1, 2. Dann wieder 2 Reihen darüber, ohne Zunahme, dann wird nochmal zugenommen. 2 in die erste, dann eine, 2 in die dritte, dann eine und dann haben wir schon einen großen Umfang. So, jetzt kommen wir zu der Zunahmereihe. 2 in eine einzelne, 2 und eine. Und dann natürlich wieder die einzelne im Wechsel. Eine einzelne, dann 2, eine einzelne und 2. Das eine Reihe lang. Das wird dann so schön weit. So, wir nehmen das Fellgarn. Am besten ist es hierbei, es anzuknoten. Wir haben noch die letzte Schlaufe vom Garn, vom Hauptgarn jetzt und dann großzügig anknoten. Kann man nachher vernähen. So, und dann arbeitet man in festen Maschen einfach weiter. Die erste Reihe ist ein bisschen mühsam, aber gar kein Problem. Und das gibt so einen ganz tollen Fellrand. So, wir häkeln jetzt eine Reihe mit diesem Fell. Ich weiß es, es gibt garantiert wieder Diskussionen. Es ist viel zu dunkel, man sieht es nicht, aber das ist, ich brauche ja einen Kontrast. Ich brauche einen Kontrast zur hellen Wolle oben und ich kann jetzt nicht noch eine helle Wolle dazu nehmen, das sieht einfach nichts aus. Und es wird ja wirklich nur mit festen Maschen gemacht, was ganz einfach ist. Und du häkelst jetzt eine Reihe feste Maschen mit deinem Garn und dann zeige ich, wie easy die Nase eingehäkelt wird. So, eine Reihe mit der Fellwolle ist jetzt gehäkelt. Jetzt machen wir nochmal 5 Maschen, feste Maschen, immer feste Maschen in die Fellwolle hinein. Ich weiß, es ist jetzt eher Blindflug, man sieht es nicht, aber wie gesagt, nicht sauer sein. Da habe ich schon böse, böse Kommentare gekriegt. Viel zu dunkel, man sieht nichts. Aber man wird doch jetzt sowohl mal 5 feste Maschen hinkriegen, auch wenn man es durch die Fellwolle nicht sieht, weil der Effekt ist ja ganz toll. So, 5 Maschen. Und jetzt nehmen wir die Nase
Und die zeigt nach oben. Da, wo wir es zugehäkelt haben, kommt nach oben. Und jetzt müssen wir einfach mit festen Maschen durch beide Teile, Nase gehen und Mütze, und die mit 5 festen Maschen anhäkeln. Und das ist so einfach, wie ich mir das überlegt habe, dass es wirklich nachvollziehbar ist. Wir häkeln dann als rundherum weiter in festen Maschen, bis es so ein schöner breiter Rand gibt. Jetzt ist die Nase drin, geht ja dann so rum. Haben wir aber noch ein bisschen Fell hier oben. Das muss dann mit der Häkelnadel noch ein bisschen rausgezogen werden. Das ist meistens auch innen. Und dann muss man sich die Mühe machen, dass man so ein bisschen rausziehen, desto schöner wird es. So, wirkt schon besser. So, und dann häkeln wir einen breiten Rand. Entschuldigung, oh, Erkältungswetter. Einen breiten Rand und stoppen bitte 2 Maschen neben der Nase, wenn etwa noch 10% der Wolle da sind. Die letzte Reihe wird nämlich anders. Wir brauchen noch Schlingen unter der Nase und da brauchen wir das noch unbedingt. Wie gesagt, jetzt alles rundherum, feste Maschen. Und dann gibt das so einen ganz tollen, besonderen Rand. Ich habe jetzt da schon 5 Wichtel fertig. Ich habe ja 5 Kinder, wer es noch nicht weiß. Wir wohnen in einem Fachwerkhaus aus dem 17. Jahrhundert. Das haben wir selber restauriert, wieder aufgebaut und. In der schönen, wundervollen Rhön, im Biosphärenreservat Rhön. Das ist unser Mittelgebirge. Das ist mitten in Deutschland, absolut mitten in Deutschland. Vielleicht kennt ihr es, die Wasserkuppe von den Segelfliegern her. Es war schon oft im Fernsehen. Oder Wintersport auf der Wasserkuppe. Ist Wintersport immer ganz toll. Nicht nur für Skifahrer, auch für Kinder mit Schlitten. Die haben sogar eine Rollbahn, wo man den Schlitten draufstellt und wird dann vom Berg wieder hoch zu uns gebracht und kann dann aufs Neue fahren. Also ich liebe die Natur sehr. Die Rhön ist toll. Und da passen unsere Wichtel wahnsinnig gut hin. Und ich liebe das wirklich sehr, solche urigen Sachen mal zu machen. Ich weiß, Häkelsachen gehen nicht besonders gut. Ich bin schon mal froh, wenn ich dann 250 Klicks habe, dass Leute wirklich mal Interesse haben, das auch zu sehen. Aber Häkeln ist so eine tolle, kreative Freizeitbeschäftigung, ein Hobby. Es ist wirklich leicht zu lernen. Hier haben wir ja nur 2 Maschenformen, die Luftmaschen und die festen Maschen. Und dann kann man alles häkeln. Ich habe schon alles gehäkelt. Ich habe Sofas gehäkelt. Ich habe Sofabezüge gehäkelt. Richtiges Sofas gehäkelt. Puppen für Puppenhäuser, aber auch groß mit Paletten umhäkelt. Jedes Kissen, jedes Kleidungsstück vom Bikini bis zum Kleid, Mantel, Mütze, Schal, das ist gar kein Thema. Jede Plüschfigur, die es sein sollte, habe ich gehäkelt. Alles geht. Und das macht so einen Spaß und vor allen Dingen ist es ja selbst gemacht. Und dann bin ich manchmal so ein bisschen wirklich traurig und gucke dann und denke, das ist doch jetzt wirklich mal was Tolles. Und ich entwickle ja meine Ideen alle selber. Also 95% und mehr sind wirklich nur von mir. Und das bisschen, was noch übrig bleibt, sind dann Sachen, wo ich denke, nee Leute, das muss dann nicht so teuer sein. Auch wenn es ein neuer Mode-Gag ist, eine neue Bastelart, eine neue Farbe, eine neue Idee. Das ist ja wahnsinnig teuer manchmal. Und das geht fast alles mit Upcycling. Und mit günstigen Farben, günstigen Materialien, das jeder machen kann, weil mein Geldbeutel ist nicht besonders groß. Aber trotzdem, es soll toll aussehen, es soll Spaß machen. Es soll ein besonderes Geschenk sein, wo jeder sagt, wow. Und gar nicht der Geldbetrag, der man dafür in die Hand genommen hat, dass das wichtig ist. Das ist mir wichtig in meinem Kanal. Chevy-Schick-Sachen, Upcycling-Sachen, Lebensmittel retten. Und hier auch die Wolle, die ist günstig. Teilweise ersteigere ich mir für einen Apfel und ein Ei große Wollpakete und dann kann ich loslegen. Häkelnadeln sind aus dem 1-Euro-Shop, die sind genauso gut, wenn sie hier feste sitzen. Manche wackeln da auch, da muss man mal dran gehen. Aber die sind genauso gut wie aus dem Handarbeitsgeschäft, wo eine Nadel so viel kostet wie 5 vielleicht. Und dann wird verwertet, was zu Hause ist, auch zum Füllen.
Ich habe schon ein paar Mal gesagt, kauft bloß keine Füllwatte, die ist viel zu teuer und das Gebinde ist zu klein. Kauft im Discounter oder im dänischen Möbelhaus, schwedischen Möbelhaus, euch große Füllkissen. 80 mal 80 für 5 Euro manchmal. Und ihr habt eine Riesenmenge guter Füllwatte, auch geeignet für Allergiker, waschbar. Schneidet den Bezug ein Stückchen auf und holt euch die Füllwatte raus. Und mit dem Bezug kann man nachher dann auch noch ausstopfen. Das ist mir wichtig. Günstig, aber ganz besonders und toll. Und deswegen bin ich wirklich manchmal traurig, wenn das einfach nicht läuft, wo ich denke, ich habe es doch wirklich genauso schön gemacht wie andere. Aber es läuft bei mir nicht. Und dann denke ich immer, okay, es sind aber ganz viele so, die schreiben, die es gern nacharbeiten, die Spaß haben mit mir. Und ich denke immer, YouTube ist wie Lotto spielen. Du kannst Glück haben, dass es mal jemand interessiert, aber auch die tollsten Videos, die kommen einfach nicht durch. Bei mir gibt es halt keinen, wie soll ich sagen, extrem Klammerkomik. Wie bei uns sagen sie, dumm Geschwätz. Obwohl, vielleicht empfindet ihr das auch manchmal, dass ich dummes Geschwätz mache. Wie gerade jetzt. Aber das muss man einfach mal von der Seele. Außerdem habe ich dann jetzt auch gleich so einen schönen breiten Rand gehäkelt. Alles in festen Maschen, alles rum. Und wenn er mal eine Masche nicht erwischt, das ist auch nicht schlimm, wenn man es nicht sieht. So, was soll's? Einfach weitergemacht. Ich habe es schon mal gesagt bei den Häkelsachen. Wenn es akkurat auf die Masche sein soll, dann sage ich ganz genau, wie viele Maschen wir brauchen. Wenn ich sage, es stört nicht, ob ein, zwei Maschen mehr oder weniger sind, dann geht es bei mir so. Und dann sage ich auch gar nicht, wir müssen jetzt da auf der Nadel, was weiß ich, 36 Maschen haben. Nein, das muss nicht sein. Das geht auch so. Macht euch keinen Stress. Und so entsteht jetzt ganz toll dieser breite, tolle Rand. So, genug geredet, jetzt wird gehäkelt. So, wir sind jetzt unterhalb der Nase, letzte Reihe. So, und gucken, dass wir ungefähr 2 Maschen neben der Nase sind. Ja, noch eine. So, und jetzt bitte aufpassen. Wir machen 12, 16 und 20 feste Luftmaschen. Also erstmal 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und eine feste Masche in die nächste Masche. Das Klopfen ist mein kleinster Sohn, die haben die Feuertonne angehabt und haben Äste verbrannt und Schulsachen von meiner Tochter, die die Schule beendet hatte mit viel Spaß. Jetzt wird sie gerade sauber gemacht, also Entschuldigung für das Geklopfe. Und jetzt erst 12 und dann zu so einer Schlaufe mit einer festen Masche mal. Jetzt 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 und wieder eine feste Masche. Und direkt jetzt unter die Nase müssen die 20 Luftmaschen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Direkt unten drunter. So, dann müssen wir wieder abnehmen. Dann kommen 16 Maschen zu einer Schlaufe und dann 12 Maschen zu einer Schlaufe, dass wir insgesamt 5 solcher Schlaufen haben direkt unter der Nase. Und dann häkeln wir den Faden, die Wolle zu Ende und da ist der Bart auch schon fertig. Im Foto ist es nochmal aufgeschrieben. So, und jetzt sage ich meinem Sohn, der soll aufhören zu klopfen. So, ich möchte es gerade nochmal zeigen. Eine 12er Schlaufe, eine 16er Schlaufe. Eine 20er Schlaufe, jetzt wieder eine 16er und eine 12er Schlaufe, direkt unter der Nase. Kann sein, dass du es nochmal aufmachen musst, damit du das richtig erwischst, dann ist schon wichtig, dass die 20er Schlaufe direkt unter der Mitte der Nase ist. So, ich habe jetzt vielleicht noch eine halbe Reihe mit der Franselwolle und dann wechseln wir wieder auf eine Wolle für eine 5er Nadel Minimum, auch 6, 7, das ist wie du die Wolle gewählt hast. Und dann häkeln wir nochmal auf Reihe.
Das heißt einfach rundherum, aber die Bartschlaufen müssen hochgeklappt werden, so nach innen. Und dann häkeln wir hier vorbei, dass die dann auf und drauf liegen. Das zeige ich aber nochmal. Ich suche mir jetzt nochmal eine schöne Wolle raus. Eine Multiwolle ist ganz schön, dass das dann aussieht wie ein Karo oder in Streifen oder einfarbig, wie es am besten zur Wohnung oder zur Idee passt, die man so hat, für was man es verwenden will. Aber so ist es am einfachsten. Ich habe auch schon ein bisschen kompliziertere Wichte gehäkelt, aber ich wollte jetzt wirklich den einfachsten nehmen. Bei den komplizierteren Wichteln ist dann über der Nase sind dann auch nochmal Schlaufen mit jeweils 3 Luftmaschen. Dann ist es noch mehr Haare, noch fülliger. Aber ich wollte es jetzt wirklich so einfach machen wie möglich, weil es ist auch was für Anfänger. Auch wenn es vielleicht hier und da ein bisschen schwierig ist, aber ich denke, ich erkläre genug und ich mache es langsam genug. So, und jetzt bin ich fast vorne und jetzt hole ich mir meine neue Wolle, keine Franzelwolle, und dann geht es auch weiter. Aber so sieht man schon mal, wie toll der Bart nur durch die Schlaufen jetzt ist. So, ich habe mich jetzt entschieden, ich möchte gern Streifen machen, schwarze und weiße. Immer 2 Reihen weiß, 2 Reihen schwarz. Hier knote ich jetzt wieder fester an. Kann man dann nach innen tun, nach vernähen. Weil die Fransewolle lässt sich wirklich sonst schlecht verarbeiten. So, dann kann ich nämlich auch zeigen, wie ich das meinte, mit dem Bart hochknicken. Aber ich muss erstmal anders die Hände haben. So, noch die festen Maschen. Die 2 mit der Fransewolle. So, dann kommen wir schon zu weißen. Die Schlaufen liegen oben nach oben und jetzt einfach in die dazwischen gesteckt und feste Maschen gemacht, dass dann die Schlaufen des Bartes schön über den Körper fallen. Ihr wisst, wie viele Maschen ihr vorher hattet, und dann zählt damit. Und wenn es 1, 2 mehr sind, tut das sogar ganz gut, dann wird es ein bisschen dickerer Bauch. So, und dann muss man sich jetzt bei der ersten Reihe ein bisschen durchquälen. Ich habe jetzt extra mit Weiß gemacht, damit wir das sehen. Bei dem anderen habt ihr gesehen, hatte ich eine Multiwolle. Das sieht dann aus wie kariert. Das sieht auch ganz toll aus. Gibt es ja in allen Farben und Formen gerade jetzt zu der Zeit. So, und jetzt bin ich gleich am Bart vorbei und dann gehen wir natürlich in die normalen festen Maschen wieder rein. Gleich ist geschafft. Ja, meine weiße Wolle hat sogar ein paar Glitzerfäden, aber die hatte ich sowieso zu Hause. So, und dann haben wir schon die Reihe für die Streifen. Wie gesagt, ich mache jetzt 2 Reihen weiß, 2 Reihen schwarz, 2 Reihen weiß und schwarz, bis ich auf 10 Reihen bin. Ist ja jetzt easy zum Machen. Und dann machen wir die Füße. Da habe ich ja gesagt, die werden genauso gemacht wie die Nase. Bloß mittendrin nach der Zunahme nochmal 2 Reihen zusätzlich, also 66 feste Maschen plus. Dann, nachdem wieder komplett abgenommen ist, bis auf 16 Maschen nochmal 32 feste drüber hin. Und dann geht's weiter. So, wir kriegen Besuch, ich muss mal wegräumen. So, die Streifen sind jetzt gehäkelt. Ich möchte mal zeigen, wie einfach das ist. Weiß hat man angefangen, dann schwarz einfach anknoten innen. Und dann nimmt man, wenn man weiß fertig gehäkelt hat oder schwarz, einfach den, wo mehr Zirkel, den Faden nach innen legen, den anderen von hinten hochnehmen, feste Masche, und der Faden, der hinten liegt, jetzt ist es weiß, einfach mal ein bisschen festziehen, das ist alles, und dann hat man schon wieder gewechselt. Ich habe jetzt meine 10 Reihen gemacht in Streifen und wechsle jetzt nochmal auf die schwarz. Und jetzt müssen wir erst einmal unsere Beine machen, die werden eingehäkelt. Einen Fuß habe ich gehäkelt, wie gesagt, habe ich schon gezeigt gehabt, gibt auch noch mal ein Foto von der Häkelschrift. Und jetzt
möchte ich den ganz gern weiterarbeiten in Schwarz. Dazu, weil ich das Knäuel ja noch am Körper habe, nehme ich mal einfach innen drin das Ende. So, es sind jetzt 16 Maschen. Ich knote es zusammen, Faden dann nach innen. Und ich möchte hier wie Kniestrümpfe machen. Also das Schwarz habe ich jetzt angeknotet und wir gehen jetzt immer rundherum in eurer Lieblingsfarbe, wie ihr es machen wollt, gestreift oder kariert. Das hatte ich ja auch schon gezeigt. Es gibt so eine tolle Multiwolle. Da hat man dann halt bunte Beine. Auch, da ging es auch als rundherum und rote Füße. Schuhe, Füße, wie man es nennen mag. So, 16 Maschen, das geht als rundherum. Insgesamt müsst ihr mal gucken. Die Länge von den Beinen sind zwischen 12 und 20 cm. Warum unterschiedlich? Weil es jedem anders da gefällt. Richtig schöne lange, schlanke Beine oder ein bisschen kürzer mit dem Fuß zusammen gemessen. Also macht mal, wie euch das am besten gefällt. Ich häkel jetzt erstmal Kniestrümpfe als rundherum. Gar kein Ende und Anfang. Endlos rundherum. Mit den 16 Maschen oder 17. Es ist egal, ob eine hin oder eine her. Und dann wird einfach das Bein auf Länge gehäkelt und dann auch zugehäkelt mit einer Reihe. So wie man die Nase auch zugehäkelt hat, hatte ich gezeigt, machen wir das hier auch. Und jetzt einfach, wie du es am schönsten findest, mit Kniestrümpfen, auch mit Streifen oder mit dieser Multiwolle oder einfarbig. Einfach mal gemacht, wie du Spaß dran hast. Ich häkel jetzt da so 5 cm schwarze Socken hoch und dann wechsle ich auf Weiß. Und das müssen wir jetzt zweimal machen. Zwei Beine, ist klar. Und dann bitte zuhäkeln und dann zeige ich, wie es angehäkelt wird. So, wir haben jetzt die Beine gehäkelt. Bei mir sind sie unten von der Farbe ein bisschen unterschiedlich, weil das eine Multiwolle war mit Erdgrautönen, Beige-Tönen. Jetzt nehmen wir den Körper und häkeln, wenn ihr den Boden andersfarbig haben wollt, mal eine Reihe bis etwa, wenn ihr es so flach hinlegt, 4 Maschen vor der Nase. 4, 5 Maschen vor der Nase. So weit wird gehäkelt, weil wir müssen dann vorne einsetzen und so schnell war das jetzt eigentlich fertig mit den Beinen. Ihr könnt euch jetzt nochmal überlegen, ob ihr die Beine leicht füllen wollt oder nur die Füße. Wenn ihr nur die Füße füllen wollt, dann stopft ihr die Füllwatte. Ich sage nochmal den Tipp, vielleicht wisst ihr noch. Ich kaufe dann immer so ein großes Kissen vom Discounter oder von einem billigen Möbelhaus, 80x80 mit Füllwatte. Das kostet mich meistens so um die 4,50 Euro bis 5,99 Euro. Und dann habe ich jede Menge gut Füllwatte. Kann man super waschen, für Allergiker geeignet, klumpt nicht. Und viel, viel günstiger als die Bastelwatte aus dem Bastelgeschäft oder auch im Internet bestellt. Das ist wirklich günstiger. Und dann schneide ich den Bezug einfach so mal so 10 cm auf an der Spitze. Hole mir dann immer die Bastelwatte, also die Füllwatte raus, die ich brauche. Und sogar den Bezug, der übrig bleibt, den nehme ich dann zum Füllen für Sachen, wo es ein bisschen fester sein soll. Das könnte man hier auch machen für die Mütze. Wichtig ist hierbei, dass bei der Mütze auch die Spitze nicht gefüllt wird. Sonst, oder gut, wenn du es magst, dass die ganz gerade hochsteht, dann fülle sie auch. Oder ansonsten wird dann hier oben mit der gleichen Farbe mal das abgenäht mit ein paar Stichen. Und dann fällt die so schön nach unten. Oder wie gesagt, wenn du es ganz gerade hoch haben willst, das gefällt dir auch, dann muss es auch ausgefüllt werden. So. Jetzt habe ich beim Reden schon die Runde fast gemacht. Wie gesagt, wenn du das Bein ausgefüllt haben willst, dann kannst du es auch machen. Nur den Fuß, dann füllst du unten und nähst. Und dann ein bisschen hier abnähen. Die Kamera ist jetzt von alleine ausgegangen. Und dann kannst du das füllen. Ich lasse es so, wie es ist, weil ich möchte gerne das als schlanker Beine haben. So, dann guckt man, wo ist die Nase? Die ist hier. Direkt an der Nase vorbei
lege ich das erste Bein gerade runter. So, bei mir ist jetzt eine Masche zu viel, so ja gerade da vorbei, die mache ich wieder auf. Dann lege ich das Bein nach oben in Richtung Nase und häkel es an, wie ich die Nase auch angehäkelt habe. Schön durch beide Teile durch. Und dann ist das erste Bein dran, gleich. Und dann kommen wir zum Zwischenraum mit der Nase. Ich gebe jetzt extra keine Zentimeter an oder irgendwie was, weil jeder anders häkelt. Es ist fester, kürzer, was nicht. So, dann nehme ich das zweite Bein, lege es genau an, dass die Nase in der Mitte ist. Guck nach oben, dann zähle ich mir 1, 2, 3, 4. 5 Maschen häkel ich jetzt in der Mitte. Du guckst, wie viele bei dir sind. Dann kommt das zweite Bein auch noch dran. Also 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt kommt mein zweites Bein dazu. Und dann ist es jetzt wirklich ganz gut, dass ich weiß und schwarz habe. Dann sieht man es besser. Weil, oh, da gab es schon böse, böse Kommentare, wenn ich mal was in schwarz gemacht habe und man hat die Maschen nicht so gesehen. Aber zum Beispiel, wenn ich eine Fledermaus häkel, Leute, die muss schwarz sein. Und dann rede ich ja ohne Unterlass und erkläre noch und zeige es dann auch. Also man sieht schon ganz schön viel. Und ich hatte jetzt auch wirklich eine weiße Fledermaus nur zum Zeigen. Oh nee, das war mir auch nichts. Außerdem möchte ich die ja dann auch verwenden und aufhängen. Und wer will eine weiße Fledermaus? Wir haben ja eine Albino-Fledermaus. Okay, gut, hier sieht man es jetzt. Beine sind dran. So, und jetzt müssen wir schon für den Unterboden, der schließt sich von alleine, bis wir dann ausfüllen, 5 Maschen häkeln. 1, 2, 3, 4, 5, Nummer 6 und 7 zusammen. Wir gehen die 6 rein, in die 7 raus. Deswegen habe ich jetzt auch eine rote Häkelnadel immer so dabei, dann sieht man es besser. Und haben eine abgenommen, dann wieder 5, 1, 2, 3, 4, 5, in die 6 hinein, in die 7 heraus und festmachen. So, und dann häkeln wir erstmal so weit zusammen, bis noch die Hand eng hineinpasst, dass wir füllen können. Immer 5 einzelne, 6 und 7 zusammen. So, jetzt ist es schon ziemlich eng, gerade dass die Hand noch reingeht. Ich habe die Spitze bei mir jetzt abgenäht. Jetzt füllen wir es mit Füllwatte, so dass es schön aussieht. Es ist nicht so gut, wenn man es total prall füllt, gerade jetzt in dem Mützenteil, im Körperteil schon. Einfach mal ausprobieren. Füllwatte rein. Das lässt sich dann prima komplett in der Waschmaschine mal waschen, wenn man es waschen möchte. Wenn es mal schmutzig ist vom Spielen oder vom Verstaub von der Deko. So, dann setzt man sich den auf und guckt, brauche ich noch ein bisschen was? Ja, ich muss noch ein bisschen was reintun bei mir. Ist noch ein bisschen zu locker, aber wirklich nicht zu prall, dass die Mütze oben auch mal eine Falte macht. Das sieht dann schöner aus. Der Körper schon eher. Kann man dann aber nachher auch noch mal in Form drücken, wenn das Ganze zugehäkelt ist. Ich habe jetzt 5 mal eine und dann 6 und 7 zusammen so lange gemacht, bis ich jetzt noch 20 Maschen habe. So schön ist das schon zusammen. Jetzt bitte immer 2 zusammen häkeln, dass wir nur noch so 6 haben. Und dann verschließen wir es komplett. Also jetzt immer 2 zusammen. Rundherum, rundherum. So, jetzt ist es fast geschlossen, so ein kleiner. Und dann gehen wir in die eine Seite. So, jetzt ist wieder schlecht mit Schwarz. Und auf der anderen Seite kommen wir raus, so über Kreuz und machen nochmal eine Feste, dann drehen wir es und gehen nochmal, ich will mal sagen, in 6 Uhr rein und drüben in 3 Uhr und ziehen es auch zusammen und schon ist geschlossen. Vielleicht ist es bei euch noch ein bisschen größer, dann einfach nochmal eine Masche von rechts und links zusammen. So, Faden großzügig abschneiden und durch die letzte Öse einfach durchziehen. So, und das vernähen wir dann nach innen
richtig schön ordentlich. Die restlichen Fäden werden auch vernäht. Ganz besonders an der Nase. Und dann ist er schon fertig. Ich finde sicher, das Video ist ein bisschen länger, weil ich ja auch extrem erkläre. Das ist mir immer sehr wichtig. Aber vom Aufwand her und wenn man die dicke Wolle benutzt hat, geht es eigentlich. Und das ist dann wirklich, da hinten liegt noch das Kissen vom Föhn. Eine richtig coole Deko- und Geschenkidee. Und dann hoffe ich wirklich sehr, es hat gefallen. Du konntest toll mit mir häkeln. Du hattest Spaß daran. Viele andere Ideen. Auch diesen Wichtel als Türstopper, Fensterstopper findest du in meinem Kanal. Wird fast genauso gehäkelt, aber mit Tipps und Tricks. So, und dann ganz viel für jeden Monat dieses Jahr, des Jahres, findest du in meinem Kanal nicht nur Häkeln, sondern auch Stricken, Backen, Malen, Basteln mit Papier, viel, viel Upcycling, auch Möbel, Paletten und, und. So, jetzt genug geredet. Im Abspann gibt es ja dann noch ein paar Ideen. Und dann alles Liebe und tschüss, Kerstin. Schön, dass du meinen Kanal hineinschaust. In meinem Kreativkanal findest du viele, viele besondere Ideen, andere Ideen, günstige Ideen und auch viele im Upcycling, Shabby Chic, Beton, Stricken, Häkeln und. Für jeden Monat des Jahres etwas ganz Besonderes. Mir ist es ganz wichtig, dass es sehr günstig ist, dass es einfach erklärt wird und zu 95% und mehr sind die Ideen von mir selber entwickelt. Was mir auch wichtig ist. Und die restlichen Prozent sind oft Sachen, wo ich sage, das geht viel, viel günstiger, das geht besser, das geht einfacher, das geht vielleicht auch schneller und das geht oft in Upcycling. Und deshalb liebe ich meinen Kanal selber sehr, weil ich dieses umsetzen kann für Leute auch gerade mit einem Kleingeld. So, und jetzt zeige ich dir meine neueste Idee.